Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport FIFA 2. Und wir sind ja jetzt wieder auf unserer Community, nicht Community Map, auf unserer normalen UK Map unterwegs. Und zwar sind wir hier in Gerbstedt und da will ich ein paar Anpassungen machen. Einerseits möchte ich die Stadt jetzt mal umbenennen. Die soll nicht mehr Gerbstedt heißen, sondern die heißt jetzt neu London. Dann passt es auch mit London King's Cross hier. Warte mal, London Kings. Wir haben das. Wir haben mit C, glaube ich, ne? King's Cross? C? Okay. Die anderen Haltestellen passen natürlich auch noch nicht. Ist jetzt aber nicht so trivial. Denn ich möchte hier umbauen. Wir haben hier eigentlich mal einen anderen Güterbahnhof gehabt. Den habe ich aber wegmachen müssen wegen dem Workshop. Und ja, jetzt habe ich hier einfach mal den hier hinpflanzt. Habt doch die Linie funktioniert, aber das passt so gar nicht. Also hier will ich irgendwie so ein recht großes Güterterminal hinbauen mit Schuppen, Verladebereichen etc., damit es hier recht gut aussieht. Und dann können wir eventuell auch die Lebensmittel von da unten mit dem Zug nach da oben bringen. Vielleicht, ich muss mal kurz schauen, versetzen wir das hier alles ein bisschen nach unten oder wir reißen hier alles ab und das, der ganze Güterverlad ist hier ein ganz großer Güterjahr hier. Irgendwie so. Aber ja, das werde ich aufnehmen und im Nachhinein vertonen, eventuell einen Timelapse draus machen und dann schauen wir mal, wie das wird. Mal gucken, ob ich das in einer Episode fertig kriege, dieses Güterterminal. Also, los geht's. Und da geht's auch schon los mit dem Bau. Die Geschwindigkeit, was ich jetzt hier mal gewählt habe, ist knapp 250%. Also ich habe knapp 1,5 Stunden an dem Ganzen gebaut. Und dauert jetzt dann weniger als eine halbe Stunde für euch. Und ja, da bin ich jetzt gerade auf der Suche nach einem passenden Bahnhof. Ich wollte mal schauen, ob es da vielleicht irgendwie einen englischen Güterbahnhof gibt, den ich irgendwie als Basis nehmen kann, aber gab keinen. Also habe ich den generischen erstmal genommen. Und habe da gemerkt, dass ich ein bisschen mehr Platz brauche. Und dann ging es dann gerade schon mal direkt am Anpassen. Was haben wir denn vielleicht für Plattformen oder Goodies, was man hier heranstellen kann, weil ich habe so viele Assets drin, die ich noch gar nicht genutzt gehabt habe. Und ja, da war ich ein bisschen am Suchen. Ihr seht, die Auswahl ist doch recht groß und dann habe ich dann auch hier das hier gefunden, das Set. Das fand ich dann mega nice, weil da gibt es dann so eine Güterplattform, die man ranmachen kann und das Hubgebäude sieht auch ganz anders aus. Kommt dann gleich mal. Genau, das ist es. Das fand ich, ja, das sieht nur schick aus. Da ist auch diese kleine Plattform, wo man hier nur Güter reinmachen kann. Das war schön für die Optik. Das Einzige, was ich dabei jetzt nicht bedacht habe, ist, dass ich das Ganze nochmal abreißen werde, nochmal neu bauen werde, weil ich die Bahnsteige anpassen werde, sowie auch die Gleise hier drin. Und da fange ich auch schon an. Ich glaube, es ist sowieso ein bisschen am einfachsten, wenn man vielleicht nur einen Bahnhof nimmt mit einem Gleis und den dann ausbaut, dann hat man weniger zum Umbauen. Ich wollte ja gerade schon mal wegen der Größe schauen. Und das habe ich gar nicht gedacht, dass ich das dann alles wieder retour mache, so wie jetzt da. Das ist auch so ein bisschen nervig. Wenn man den Bahnhof an Schienen angesnappt hat, dann kann man das letzte Teil nicht bearbeiten. Dann muss man den Schienen erstmal wegmachen. Das war ein bisschen dämlich. Ich habe natürlich irgendwie einen Filter schön, wo man nach Arten unterscheiden kann. Sprich, ja, das sind Gütersachen oder Gütergebäude, das sind Eingänge etc. Und nicht, dass es hier jedes Add-on, jeder Mod hier so seine eigene Kategorie hat. Das wäre noch echt schön. Ja, und da habe ich jetzt gerade gesehen, da gibt es die zweite Cargo-Plattform, die wesentlich schöner aussieht als für die Standard. Und dann habe ich auch den ersten Bahnsteig abgerissen und dann zieht es mir da auch die Gebäude weg. Zumindest ein Teil davon. Ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und jetzt geht es dann weiter mit den Gleisen und dem Depot, wo ich mir gedacht habe, das brauche ich unbedingt noch. Und der soll aber nicht komplett gerade sein, sondern ein bisschen leicht in der Kurve drin.
da war ich mir noch gar nicht so sicher, wie viel Platz ich da eigentlich brauchen werde. Und habe dann erstmal das Gleis gezogen und das Depot hat es mir jetzt schon ein bisschen angetan. Also halt relativ modern ist, ich wollte halt mit dem Ältesten hergefahren. Und ich dachte, ja, das sieht eigentlich ganz gut hin. Jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das, den Bau so anschaue, hätte ich wohl eher das Gleis am Anfang grad machen sollen und dann eine leichte Kurve, weil ich werde dann später noch ein paar Probleme haben. Ihr werdet es dann gleich sehen. Hier noch ein zweites Depot. Wenn auch das passt, müssen dann unbedingt die gleichen sein. Boden natürlich wie immer anpassen. Und dann wollte ich hier hinten mit dem Gleis noch rausziehen. Aber die haben keinen Endstop hier. Also bin ich dann hergegangen und habe die Standardgleise genommen, wo ich weiß, dass sie sie haben, weil sonst sieht es ein bisschen doof aus. Und auch da können wir dann irgendein Blödsinn hinstellen, was irgendwie schön aussieht. Ging es jetzt natürlich darum, hier die ganzen Depotgleise anzubinden. Auch das werde ich nochmal umbauen, weil mir das nicht so gefallen hat, wie die Schienen da zusammen sind, vor allem, dass hier das ein Space dazwischen hat. Das sieht einfach kacke aus. Und habe ich natürlich dann gerade ein paar Mal umgebaut. Eben, da dieser Spalt, das ist einfach nicht schön. Hier habe ich dann versucht, möglichst gerade reinzukommen und dann die Kurve hier in die andere Kurve reinzumachen. Das hat dann aber nicht ganz so gut ausgesehen. Ihr werdet es dann gleich sehen. Da hat es so einen komischen Knick drin. Ich dachte, naja, okay, das will ich hier nicht drin haben. Also bauen wir auch das wieder neu. Und schau, dass ich hier so lang gerade machen kann, wie es dann geht. Und dann reinziehe. Und schau, wann es dann optisch ungefähr passt. Und das sah dann auch hier gar nicht mal so schlecht aus. Hier nochmal die Kreuzung, dass man auf alle Seiten hinkommt. Es ist nicht perfekt, aber es passt. So, hier dann noch ein paar Abstellungen, damit hier Güterzüge warten können und dass ich dann noch ein bisschen Deko hier hinstellen kann. Drei Gleise reichen da eigentlich, so viel ist das gar nicht los. Und auch da wollte ich dann auf der linken Seite rausziehen und dann auf ein Gleis zusammengehen. Und das Endziel wäre dann die Drehscheibe, wo man dann eine Lok drehen kann. Zum Beispiel eine Dampflok oder so unterwegs ist. Bei den Diesel und elektrischen ist ja weniger so ein Thema. Aber trotzdem bräuchte man hier ein Kopfgleis, damit die dann umsetzen können. Und ja, auch für das gäbe es einen Baukasten, damit das perfekt aussieht. Aber mit dem tue ich irgendwie nicht so gern arbeiten. Da muss dann schon passen. Eventuell, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, bei der weichen Baukasten da vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich muss mir das nochmal im Detail angucken, ob ich das jetzt so lasse, wie es jetzt gerade ist, oder ob ich es dann perfekt mit dem weichen Baukasten mache. So, und dann haben wir die Drehscheibe, da erstmal alles weg, weil ich will nur die Drehscheibe haben. Wo wir aber natürlich mit einem Gleis noch ein bisschen rausziehen. Speichern ist natürlich immer eine gute Idee. Und da hat interessanterweise den Endstop wieder hingemacht. Obwohl es das gleiche ist, mit der anderen Geschwindigkeit aber. Und wieder alles gerade machen hier. Ja, und da wollte ich so einen kleinen Schienenübergang machen. Das hat aber nur bei den ersten vier Gleise geklappt, unten halt nicht wegen der Weiche. Und das hat mich schon dezent ein bisschen anpisst. Und dann habe ich gedacht, na okay, dann mache ich es halt erstmal mit den Assets, was man hier reinplatzieren kann. Das hätte auch funktioniert, aber ich habe dann wie so eine Art Rampe braucht vom Gleis runter. Und das habe ich nicht gefunden. Also mir gedacht, okay, wir machen es dann doch mit der Straße. Also das jetzt soweit funktioniert, auch wenn das Mittelstück jetzt dann nicht sauber ist, aber da sieht man es, da hat es halt einfach jetzt diesen Abstand nach unten. Und da habe ich jetzt nach Rampen gesucht, die man da vielleicht irgendwie hinmachen kann, damit es schöner aussieht, aber ich habe da nichts gefunden.
wahrscheinlich mal so nochmal, aber ich habe das dann mit einer Straße gelöst. Suboptimal, aber es funktioniert. Werdet ihr dann gleich sehen. Das ist etwas, was mich dann bei der Straße ein bisschen genervt hat. Hier ist die Straße schön auf einer Höhe, aber am Ende der Straße, nach dem Gleis, macht die Straße wie so ein Ditch nach unten. Und ich dachte, die Wasser sagt, irgendwie passt der Boden nicht, ist er vielleicht doch nicht ganz gerade. Und habe das dann versucht, immer wieder anzupassen. Und das war dann auch der Hauptgrund, warum ich so durchziehe. Da sieht man es jetzt auf der rechten Seite. Das geht dann so nach unten, weil das Gleis ein bisschen höher ist. Und jetzt versuche ich das da ein bisschen auszugleichen. Aber am Ende, also auf der linken Seite hätte es mir noch weniger gestört, aber da zwischen den Gleisen, das hätte dann mega kackig ausgesehen, wenn ich die Straße in zwei Zügen gemacht habe. Hätte, so. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass das eine gleiche Höhe ist. So wie es es macht, wenn man es durchzieht. Und habe dann schlussendlich den Pfad dann ganz anders gemacht, dass ich beim Depot weiterfahre. Ich habe es dann hier noch auf mehreren Stellen probiert, um zu schauen, wo kann ich vielleicht eben drüber, wo geht's. Aber ist halt da mit den Weichen ein bisschen blöd. Aber da bei der Schotter ist, da war ich am liebsten gern drüber. Mit der Methode macht er das natürlich auch, aber hinten beim Depot hat es mir jetzt weniger gestört. So konnte ich jetzt hier dann in einem Zug durchfahren, damit es dann halbwegs gut aussieht. Und den oberen Teil, da war es mir halt weniger egal, weil da kann ich dann eh ein bisschen spielen und da musste ich ja dann die Landschaft eh noch anpassen. Also das ist ja quasi der Durchgang, dass man dann hier ins Depot rein kann. Anschluss auf beiden Seiten. Da der Anschluss auf der anderen Seite und da haben wir dann überlegt, ja, von einem Schienenstrang macht man hier eine Ziehharmonika nach draußen, wo man da reinfahren kann, inklusive noch einen Weg auf die andere Seite, genau den da. Anderer Approach wäre natürlich auch gewesen, dass man das irgendwie zentriert reinfahrt und dann quasi wie so ein Dreieck rausgeht, aber ich dachte, ich mache das von einem Gleis aus erstmal, weil so viel ist jetzt hier gar nicht los, noch nicht. Kann man vielleicht mal einen anderen Güterbahnhof machen, den Approach. Und auch da war ich nicht so zufrieden, wie er das mit den Abständen gemacht hat. Aber mit dem Längerziehen geht's dann. Ich habe mir noch überlegt, ob ich da eine schöne Signalbrücke hinmache, eine moderne. Hab dann aber gesagt, nee, lass das mal ein bisschen was Älteres hier sein, mit Semaphorsignalen, entsprechend auch mit den kleinen Zwergsignalen hier. Und machen das ein bisschen altmodisch. Wollte jetzt noch nicht so ganz auf die Moderne reingehen. Finde ich auch persönlich ein bisschen schöner. Ja, Dieseltankstelle darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe mir zuerst überlegt, wir machen das Ganze in der Nähe vom Bahnhof, habe mich aber dann entschieden, dass wir das hinten beim Depot machen, was nicht ganz auffällig ist, wenn wir da reinfahren und erstmal tanken. Ja, Stellwerk habe ich nicht ganz besonderes gefunden, passt zwar nicht ganz zum Englischen, ist ein deutsches Stellwerk, aber der Fachwerksbau, das hat mir irgendwie angetan. Und haben wir zuerst überlegt, dass man es hier hinten macht, aber das hat mir dann nicht so ganz gefallen. Bei dem, wie die Abstände sind, und bin dann einfach hergegangen. Okay, lass uns das doch mal da beim Bahnhof reinbauen. Warum eigentlich auch nicht? Es ist echt ein schönes Stellwerk. Einfach noch richtig ausrichten, damit es passt. Ist mega nice. Ich finde, es passt hier ganz gut rein.
Ja, da wird es dann auch Zeit für die erste kleine Deko, aber das komplette Ausdekorieren für Schönbau, das habe ich da noch nicht gemacht. Ich wollte erstmal so ein bisschen die Grundsachen machen, ein, zwei Dekosachen bei hinhauen, die ich jetzt gerade gesehen habe. Und dachte, ah, die sind irgendwie ganz schön. Aber der Detailausbau, der kommt dann erst später, beziehungsweise in der nächsten Episode. Hier haben wir ein paar Kräne noch hingestellt, die dann helfen beim Verladen. Abstand ist natürlich nicht perfekt, wäre natürlich schön gewesen, wenn man das hier ransnappen kann. Und da werden wir mal geschaut, ob es jetzt eventuell noch andere Deko-Assets gibt, seitens dem Bahnhof, was man noch mal irgendwie machen kann. Und eine Sache habe ich dann auch tatsächlich gefunden. Das werdet ihr dann gleich sehen, das war dann der Gleisübergang, dass man auf die andere Seite gehen kann. Ansonsten plattformtechnisch nicht so viel Interessantes. Genau, da habe ich ihn. Das macht es da in die Mitte rein. Schön wäre es gewesen, wenn er hier komplett mittig gewesen wäre. Aber ja, besser als gar nichts. Und hier die letzten Kräne, so bis ungefähr zur Mitte hin. Gut. Da habe ich dann mal probiert, was man eventuell so an Wagen hinstellen kann. Der hat mir sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir halt nicht gefallen hat, ist, dass er die Türen offen hat. Und da wollte ich jetzt keine ganze Batterie von denen hinstellen, wo die Türen offen sind. Bekohlungsanlage. Darf auch nicht fehlen. Dachte ich, mach mal dann da hinten rein. Auch die braucht dann entsprechend Deko. Und dann bin ich hier mit normalen Assets ein bisschen hergegangen. Ich wollte nämlich eigentlich so eine Art Treppe machen. Und dann habe ich aber gewusst, okay, wir haben noch das hier. Und das wollte ich mal zum ersten Mal so richtig einsetzen. War ein bisschen friemelig, nachdem ich es in der Mitte nicht snappen kann und ich das auch nicht versetzen konnte über die Parameter. Das muss man dann händisch machen. Sowas finde ich immer voll nervig zu machen. Und auch das habe ich dann nochmal neu machen müssen, weil es nicht ganz passt hat. Es sieht so soweit okay aus. Aber sobald ich dann wieder das Gesnappte hinsetze, sieht man dann, dass es halt nicht ganz passt. Ja, zwar nicht ganz perfekt, aber ich denke, das passt so. Sieht man dann auch nur im Detail. Und dann braucht es natürlich den Aufgang hier. Den irgendwie passend hinmachen. Und dann für den Bahnsteig da. Ja, bisschen Freistil. So, als nächstes brauche ich dann noch die LKW-Anbindung. Die habe ich ja de facto komplett kaputt gemacht. Und da habe ich jetzt nicht so viel Auswahl gehabt an Fahrzeug-Fachterminals. Ich habe mir überlegt, die moderne Fabrik da hinzustellen. Hab's dann aber lassen und wir gehen dann mit dem Standardding und tun es ein bisschen anpassen. Davor habe ich aber hier nochmal das ganze Gelände hier platt gemacht, damit ich hier auf einer Ebene bin. Ich dachte, ich krieg's so mit der Straße hin, aber es hat dann wirklich funktioniert. Also, Gelände-Tool, alles platt machen. Und passt definitiv. Lass ihn damit reinziehen. Und dann den hier. Wieder alles abreißen, was man so braucht. Mit Einbahn rein und Einbahn wieder raus. Und dann hier diese Kastenplattform mit hinstellen. Das ist immer mega nice. Vor allem, ich mache den Kran. Der hat dann was. Und dann kannst du hier die Schienen platzieren, dass er da hier hin und her fahren kann. Hier noch den Shed hin. Und die Ausfahrt. Ja, sieht gar nicht mal so doof aus. Und wenn man dann noch ein bisschen Deko drum macht, dann sieht es umso besser aus. Und da hätte man wieder die Straße weitestgehend repariert. Hier unten muss ich die Straße auch noch anschließen, da hat sich dann auch die Wirtschaft ein bisschen beschwert. Und da habe ich dann auch gesehen, später dann im Linienmanager, dass die Brotlinie von unten diesen kleinen Fußgängerübergang nutzen wollte. Das habe ich dann recht schnell unterbekommen. Ich kann den Asphalt gehen, damit es einheitlich aussieht.
In dem Bereich kommen dann die Zäune und Assets noch hin. Und Teil davon habe ich auch hier schon platziert. Einfach mal schauen, wie es dann aussehen würde. Da, genau. Fahrradständer am großen. Für alle, die öko unterwegs sind. Und ein Parkplatz darf natürlich auch nicht fehlen für die ganzen Mitarbeiter. Und das hat mich schon ein bisschen genervt. Der Boden ist bei der Straße da wieder ein bisschen nach unten gegangen. Das war nicht konsistent. Ah, das ist so Sachen, die einfach nerven im Schönbau. Das fand ich dann hier noch ganz witzig mit den ganzen Schildern. Ich habe dann noch das Standardlogo gefunden. Habe ich dann später noch auf der Station platziert. Sollte ich gleich mal kommen. Habe ich schon mit Fahrzeugen experimentiert. Ein bisschen älteren Jahrgangs, obwohl wir schon 1991, 93 haben sogar. Genau, das hier. Das haben wir gedacht, das stellen wir da so mittig rein. Dachte, das muss sein. Und dann habe ich diese Container gefunden, weil das macht auch noch Sinn, dass sie hier sind. Von Stobart übrigens gibt es eine ganz geile TV-Serie auf YouTube über die LKW-Fahrer und auch die Lokführer. Das ist ja ein riesen Verkehrsunternehmen. Muss ich mal angucken. Ich schaue es gern. War noch froh, dass das Hauptgebäude mit ein bisschen Deko gekommen ist. Ich warte mal ein bisschen Deko-Arbeiten hier. Aber ja, das, was ich jetzt da mache, das ist alles basic. Die Details kommen da noch. Ja, noch einen kleinen Wasserturm. Ich glaube, den habe ich zuvor noch nie irgendwo auf der Karte genutzt. Und die Kräne sind auch cool, denn die sind animiert. Die bewegen sich dann immer wieder mal. Ich dachte, das passt da ganz gut. Ich fand nur, dass die relativ nah am Gleis sind. Vier Stück. Habt ihr da die Pfosten von der Überdachung als Referenz genommen, dass das halbwegs vom Abstand passt. Ah, da bin ich dann einfach mal durchscrollt. Was ich jetzt gemacht habe, sind Stoppschilder. Ich dachte, das macht ja das Sinn, da vor dem Übergang das hinzumachen, dass die Lok hier zwingend anhalten muss, wenn das auch wirklich passt. Beide Seiten ist gleich auch noch beim Depot. Ist zwar, glaube ich, eigentlich falsch, muss vermutlich eher das Whistle-Sein hinmachen, aber ja, war doch ein bisschen auf Unexperimentiert. Sicherheitstafeln dürfen natürlich auch nicht fehlen auf einer guten Strecke. 65 waren übrigens da nur geschätzt. Ich habe mal nicht nachgeschaut, wie schnell die Strecke tatsächlich da ist. Aber Hauptsache, es ist schon mal eins da. Ja, das war das jetzt mit den Linien, damit das im Sinn. Ah, okay, der will da durchfahren. Und habe dann hier so Wegpunkte platziert, damit ich das der Strecke geben kann, damit ich da außen rumfahre. Ich werde es noch beobachten, ob die normalen Fahrzeuge die den einen Weg da vermeiden werden. Und auch die Güterlinie hier anpassen. Ich habe da aus Versehen die Zuglinie angepasst und dachte, das wäre die LKW-Linie. Ich musste das nochmal komplett neu ziehen, aber hat dann schon geklappt. So, das Beatbild ist soweit fertig und ich denke mal, so in den Grundzügen sieht das Güterterminal hier gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke, hat schon noch ganz gut Kapazität da mit den drei Bahnsteigen, die wir bedienen können. Und so, ja, ich bin zufrieden. Also, was halt auf alle Fälle jetzt noch kommen wird, ist halt mehr Design und Assets hier zum Hinstellen, damit das lebendiger aussieht. Hier hätte ich gerne ein paar Züge, die da dann stehen sollen. Das soll jetzt dann eh leicht gehen, nachdem es hier alles schön gerade ist. Und auch das hier hinten gehört noch komplett ausdekoriert. Ich denke, das passt eigentlich soweit. Ja, ich würde mich über Feedback freuen, was ihr von dem Güterterminal so hält.
ob ihr vielleicht sogar Ideen hättet, was ich da noch so machen kann. Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, das war's dann erstmal mit dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten, wo wir das dann hier in schön machen. Also bis denn dann. Das war Pavucha. Tschüss.